Ein Hilfsmittel zur besseren Nachvollziehbarkeit von Änderungen kann sein, dass wir uns anschauen, welche Änderung welcher Autor vorgenommen hat. Das Ganze ist kein revisionssicheres Verfahren. Es ist nur ein Hilfsmittel, diese Änderung nachzuvollziehen, denn die Metadaten sind veränderbar, doch dazu später mehr. Im Bereich Verlauf finden wir einmal den Punkt Autoren ausblenden und nach Autoren suchen. Wenn wir den Autor ausblenden, bekommt ihr bei Textpassagen keinen farblichen Streifen mehr mit dem Zusatz, wer diese Textpassage bearbeitet hat. Sollte das Ganze bei euch auf Fehler laufen, schaut einmal hier nach, ob ihr das Ganze eventuell ausgeblendet habt. Das könnte euren Fehler beheben. Doch schauen wir zunächst einmal nach Autoren suchen. Wenn wir das Ganze öffnen, öffnet sich hier ein Suchbereich, der vergleichbar ausschaut wie das, was wir in der Volltextsuche schon einmal gesehen haben. Im obersten Bereich habe ich die Möglichkeit auszusuchen, ob ich in diesem Abschnitt durchsuchen möchte, in einer Abschnittsgruppe, in diesem Notizbuch oder alle Notizbücher. Alle Notizbücher funktioniert nur bei den Notizbüchern, die hier im linken Bereich geöffnet sind. In meinem Fall ist das OneNote Masterclass und mein persönliches Notizbuch. Wir suchen einfach mal in diesem Notizbuch alle Änderungen. Im zweiten Bereich habe ich dann die Möglichkeit, nach Änderungsdatum zu sortieren oder nach dem Autor zu sortieren. Wir können das Ganze aufsteigend oder absteigend machen, so wie ihr es haben möchtet. Und das war's auch schon. Dadurch, dass ich meine OneNote-Mappe alleine bearbeite, sehen wir hier auch nur meinen Namen. Und wenn ich das Ganze öffne, sehen wir im rechten Bereich das Änderungsdatum und im linken Bereich sehen wir die Seite, wo die Änderung durchgeführt wurde. Springen wir einmal in den Bereich Volltextsuche in OneNote, dann sehen wir, dass Volltextsuche in OneNote die Seite markiert ist. Wir haben hier einmal den ursprünglich erstellten Stempel für diese Seite mit der originalen Uhrzeit und Text zur Suche. Das ist der Bereich, den ich eben verändert habe. Wenn ich mit mehreren Autoren arbeiten würde, wäre jetzt hier im rechten Bereich, also wenn ich den Container verlasse, nochmal mein Name, ein Two-Letter-Code und eine kleine farbliche Markierung enthalten. Das könnt ihr allerdings auch bearbeiten, indem wir auf Dateien gehen, Optionen und hier sehen wir jetzt den Benutzernamen und meine Initialien. Diese kann ich verändern, deswegen ist dieses Verfahren nur ein Hilfsmittel und nichts, was revisionssicher mit Metadaten gefüllt wird, damit man alles vernünftig nachvollziehen kann. Das funktioniert jetzt mit diesem Verfahren nicht, dadurch, dass ich hier individuell alles verändern kann, so wie ich das möchte. Aber wenn ihr mit einer Handvoll Personen zusammenarbeitet, Person X gesagt hat, ich habe im Notizbuch Folgendes geändert, ihr diese Änderung nicht findet, könnt ihr nach Autoren suchen, entsprechend der Person, die die Änderung vorgenommen hat und dann auch direkt zu diesem Punkt springen. Es wird euch, wenn ihr mit verschiedenen Personen in einem Notizbuch arbeitet, auf jeden Fall sehr viel Sucharbeit ersparen, wenn ihr diese Funktion nutzt.